Guten Abend, Vinyl Community und hallo Fans der schwarzen Scheiben. Heute kommt mein nächstes Video aus der Reihe meiner Top 5. Ich habe heute einen ganzen Stapel Status Quo Platten aus meinem Regal hinter mir gezogen, mal quer gehört und habe meine Top 5 der Status Quo Platten, der Studioplatten, festgelegt. Und damit das Video nicht allzu lang wird, beginnen wir gleich mit meiner Nummer 5. Das ist dieses Album Quo von Status Quo. 1974 kam mit diesem schlichten Inner Sleeve mit den Songtexten. Gute Songs hier drauf. Break the Rules, klasse Song. Slow Train geht fast 8 Minuten mit Schlagzeug-Solo. Ein gutes Boogie Blues Rock, Hard Rock Album von Status Quo von 1974. Erschienen ist das Ganze auf dem Vertigo Label. Und zwar dem UFO Vertigo Label. Meine Nummer 4 ist dieses hier. On the Level von 1975. Kommt in diesen sehr schönen Gatefold mit vielen Bandfotos im Inneren der Klapphülle. Hat gute Songs drauf. Down Down, ein etwas bekannterer Song. Und eine gute Coverversion von Chuck Berry, Bye Bye Johnny. Ansonsten auch klasse Songs. Und wieder auf diesem Vertigo Label mit dem UFO von 1975, On the Level. Meine Nummer 3 ist Hello von Status Quo. Ebenfalls 1975 erschienen, wieder auf dem Vertigo Label. Und zwei große Hits drauf, Roll Over Lay Down und Caroline. Auch der Rest ist gut. Deshalb ist es meine Nummer 3. Hello. Wie gesagt, auf dem Vertigo Label. Und das ist eine frühere Pressung. Mit dem schönen Swirl Label. Eine schöne Sache. Sieht schön aus, wenn die Platte sich auf dem Plattenteller dreht. Meine Nummer 2 war lange meine Nummer 1. Das ist Blue for You von Status Quo aus dem Jahre 1976. Erschienen mit diesem schönen Clubcover. Klasse Songs drauf. Blue for You, der Titelsong. Rain, ein kleinerer Hit, größerer Hit. Und Mystery Song, mein absoluter Lieblingssong von Status Quo. Auch ein etwas größerer Hit damals in den 70ern. Eine gute Blues-Rock, Hard-Rock, Boogie-Rock-Platte. Kam mit diesem schönen blauen Inner Sleeve und diesem speziellen Vertigo-Label in Blau. Blue for You, Status Quo von 76. Ja, meine Nummer 1 ist überraschenderweise keine weitere Platte aus den 70ern, keine weitere Hardrock-Platte, sondern ich gehe zurück in die zum Ursprung. 1968 kam die erste LP heraus von Status Quo, das war diese Platte hier. Dem sehr schwer auszusprechenden Titel Picturesque Magic Cable Messages from the Status Quo. Ich hoffe, dass ich das halbwegs richtig ausgesprochen habe. Das ist eine Repress von Music on Vinyl mit der Mono- und Stereo-Version, also eine Doppel-LP in diesem Single-Sleeve und auch nummeriert. Eine schöne Sache, war nicht billig, aber ich wollte die Platte unbedingt haben. Da sind alle frühen Hits drauf, Technicolor Dreams, Sheila, Spicks and Specks, Green Tambourine, Eyes in the Sun, natürlich Pictures of Magic Man, der erste große Hit. Das ist Beatmusik, das ist ein bisschen psychedelic, klingt sehr gut, gefällt mir sehr gut. Und auch die Platten kommen in einem sehr schönen Gelb Splatter. Sieht nicht nur gut aus, es sind 180 Gramm Platten.
Und die klingen auch sehr gut. Aber es ist halt Musik aus den späten 60ern. Wem das gefällt. Wer einen guten Querschnitt von Status Quo haben möchte aus den 70ern, diese Boogie, Hardrock, Bluesrock-Phase, der kann sich dieses Live-Doppelalbum holen. Status Quo Live, ein klasse Doppelalbum mit allen Hits drauf, kommt in diesem sehr schönen Gatefold-Cover und hat auch noch als Zusatzbeilage diese schönen Porträts der vier Musiker. Für mich auch eine der besten Live-Alben überhaupt in der Rockmusik. Status Quo Live aus den 70ern. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das Erscheinungsjahr ist. Okay, das war dieses Video für heute. Meine Top 5 von Status Quo habe ich euch mal ganz kurz und ganz schnell vorgestellt. Ich weiß noch nicht, was das nächste Top 5 Video sein wird. Lasst euch überraschen. Bis dann. Tschüss.